Hamburger Royal Käse. Der ist richtig gut. Big Mac auch, mein Lieblingsburger von Mc's. Heiliger! Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns drei. Genau. Yes, Freunde, und zwar seht ihr es vielleicht schon im Hintergrund oder auch nicht. Heute wird nämlich das Glücksrad bestimmt, was wir essen. Wie wird das aufgebaut werden? Wir drehen und. Oh. Und da essen wir. Wir drehen und essen, dann essen wir, Freunde. Ich sage nochmal ganz kurz, wenn ich starte direkt, jetzt gucken wir direkt, was als erstes gibt. Oh, gar nicht. Weil jetzt haben wir Zeit, die Regeln zu erklären. Genau, wir haben hier nämlich ein Glücksrad. Wir haben hier drei verschiedene Sachen. Ihr seht schon, da steht gerade was drauf. Einmal Burger, einmal Pizza, einmal Leber. Ja, Freunde, Rinderleber ist auch drauf. Worauf hättest du am meisten Bock, Benni? Alles geil. Ich sag dir ehrlich, ich finde Leber auch nicht so schlimm, aber ich würde schon mehr Bock haben auf Burger. Dann jeder wird pro Runde einmal drehen und bestimmen, was gegessen wird. Und? Nein, Digga! Okay, Bro, Benni. Das Ding ist, du wirst jetzt auch Leber kochen, ne? Ich du musst das, ich weiß, du wirst das zubereiten. Ja, let's go, erste Mahlzeit, Rinderleber, Freunde, ich hätte 10 mal mehr Bock auf was anderes. Benni. Aber muss. Du achtest auf die Gesundheit, muss. Ne? Deswegen extra, oder? Ja, let's go, Freunde, erste Mahlzeit, Leber. Familie und Friends, die erste Mahlzeit ist ja auch schon ready. Leber mit Fladenbrot, bisschen Zitrone. Freunde, erstmal eine Frage an euch. Habt ihr schon mal Leber gegessen? Findet ihr das komplett eklig oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Ich würde sagen, wir labern gar nicht zu viel, sondern... Tasten direkt rein, ne? Let's taste, brother. Freunde, taste it in, ne? Let's go! Ist gut, aber wie gesagt, guter Start. Trotzdem, Burger oder Pizza wäre schon angenehmer. Ja, Energie ist dann halt am Start. Machen wir auch so regelmäßig. Ist jetzt nichts, worauf wir uns freuen vom Geschmack her. Machen wir einfach wegen den gesundheitlichen Vorteilen von Leber. Kann man machen, muss man nicht machen. Wir machen's. Es wird Zeit, weiter zu drehen. Und zwar haben wir hier jetzt die Option Eis. Aber nicht ganz normal Eis, Freunde, sondern ihr seht erstmal, es ist heute nicht der wärmste Tag. Kalt. Und es ist in Klammern geschrieben draußen. Das heißt, man muss doppelt frieren und im T-Shirt essen, habe ich jetzt mal gedacht. Okay, alright, Freunde, dann bestellen wir entweder bei dem bestbewerteten Restaurant oder bei dem schlecht bewerteten Restaurant. Ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, bestbewertete Restaurantbestellung wird durchgehen. Ich spin jetzt, oder Benni? Ja. Let's go. Spin it in. Let's go! Nein, ja. Ich hätte, also das ist bescheuert. Das müssen wir nochmal drehen, glaube ich. Digga, was für ein. Das nächste wird sein, das schlechteste Restaurant, was wir hier bei uns in Paderborn finden. Ich bin gespannt, was es jetzt aktuell ist. Und ich bin gespannt, was dieser Amigo hier zusammenstellen wird. Das wird nichts Gutes. Alright, Freunde, ich gehe jetzt auf Lieferando. Wir haben gerade 13.45 Uhr für die Leute, die es interessiert. Und Samstag, also wir drehen das Video am Samstag. Ich hoffe, es sind eigentlich keine schlechten Sachen offen. Ja, das einfach so drei Sterne anstatt. Das Ding ist, in Paderborn gibt es glaube ich auch nicht viel schlechter als ja, auf einmal ist alles zu, außer irgend so 5-Sterne-Ding. Ehrlich, Alter, sowas, das was richtig Nobles. Das wäre dann richtig geil. Okay, Bewertungen. So. Oh. Wir wissen ja auch nicht, was für ein Restaurant, ne? Ja, das weil, ist, keine vielleicht Ahnung, kann ich. Pizza, Restaurant, Burger, Restaurant machen. Boah, hättest du am meisten Bock jetzt? Boah, ja, auch wenn bei schlecht bewerteten asiatischen boah, nicht kritisch, so geil ne? ist, aber wenn schlecht bewertet ist, da heißt ja nicht, dass es kacke ist. Das stimmt, das stimmt. Da habe ich jetzt was zu sagen. Das schlecht bewertetste, was offen ist, ist McDonald's. Laber nicht. McDonald's? Man müsste schon Mac ist eigentlich bestellen. Also weil das ja das schlecht bewertetste ist. Ja, wir müssen, durchziehen. Eigentlich. Okay, Freunde, also ihr habt es gehört, das schlecht bewertetste Restaurant aktuell, das offen hat bei uns ist, einfach Mac ist, Freunde. Deswegen wird es jetzt was von Mac ist gehen. Ich bin gespannt, was ab. Ja. Benni, warum denkst du, hat Mc's so eine schlechte Bewertung bei uns? Zeit. Zeit. Weil Zeit wer, ist Geld, wer sagt, boah, McDonald's riecht ekelhaft. So. Ja, viele sagen, es stimmt auch, es ist ungesund. Aber wer sagt, boah, Mc's ist nicht geil so. Also vom Geschmack nicht mehr. Ja. Ne? Ja, ja. Stimmt, da hat er recht. Aber wir warten jetzt halt schon ziemlich lange. Ne? Das, ja, deswegen wird die Wartezeit schon. Ja, das denke ich schon. Okay, Freunde, das Essen ist da. Bitte schön. Gerne. Ciao, ciao. Ja, Freunde, die Bestellung ist da. Ihr seht schon mal zwei geile Getränke, zweimal Cola Light. Ja. Ich bin gespannt auf eure Reaktion auf das Essen, was ich bestellt habe. Ja. Ich habe natürlich nicht gegeizt nach dem Frühstück. Jetzt muss lecker sein. Da muss knallen, ne? Ja. Welche Tüte wollt ihr erst geöffnet haben? Ja, okay. Okay, machen wir die erstmal auf. Die ganz klassisch, erstmal zweimal Pommes. Zweimal Pommes. Schön warm, okay. Die sehen auch gut aus. Ja. Warte mal. Seht ihr noch geil? Oder wegen sind die schon geil, ist die Frage. Die sind zu kurz frittiert worden. Ja. Nicht schlimm. Sag weiter geht's. Soßen.
Ihr könnt erahnen, was passiert. Okay, also ich gehe davon aus, dass wir Spicy Nuggets dabei haben. Stimmt das? Nein. Scheiße. Wir haben erstmal ein Big Mac. Aha, okay. Wir haben einen Hamburger Real Käse. Ja. Und keine Spicy, aber Standard Nuggets. Boah. 20er. Wir haben Max bestellt. Die müssen dabei sein, ein bisschen Eiweiß. Muss da sein. Ja, Freunde. Das ist die Bestellung, so sieht's aus. Das sieht simpel, gut aus. Easy, lecker. Den hast du nicht probiert, ne? Ja. Das ist der Hamburger Royal Käse. Taste mal rein. Mhm. Was sagst du? Der ist richtig gut. Pfanne ist übrigens im Kasten, Leute. Hier, Big Mac, auch mein Lieblingsburger von Mac ist. Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Welche Soße? Barbecue diesmal. Richtig. Digga, der ist genau so, wie er sein muss. Schön, leicht säuerlich, juicy Fleisch, extrem viel Käse. Okay, Familie und Friends, es geht weiter und zwar nach Salzigen und zweimal Salzigen. Es sollte was Süßes kommen. Wir haben jetzt hier zur Auswahl einmal Gummibärchen. Gummibärchen und Schokolade. Schoki. Also die bestrafen sind die Früchte. Benni hat schon gesagt, er wird sich ja meistens über Früchte freuen. Das ist jetzt gerade. Ja, jetzt gerade schon refreshed. Zu vorbildlich, dieser Benni. Zu vorbildlich. Okay. Okay, ready? Let's go. Let's go, man. Oh, was war das? Du warst richtig wackig. Gummibärchen. Gummibärchen. Digga, ich bin jetzt dran zu holen, ne? Und ich habe mir zu allem, also ich wusste Schokolade was ich hole und auch was für Früchte. Aber für Gummibärchen nicht. Nee. Einer meiner Lieblingsteile, Haribo Rainbow Sour, Freunde, das sind einfach die krassesten. Dann, wir haben uns gedacht, irgendwas Ekliges muss dabei sein. Erwachsen Lakritz, salzig gefüllt. Lakritz, salzig? Ich mag Lakritz überhaupt aber mit Salz? Sich nicht. Ja, mit Salz, denke ich, ist dann noch ein bisschen, noch Level, noch ein bisschen, ne? 100 Pro. Und auch einer meiner Lieblingsteile, Freunde, ohne Witz, Skittles, Hitchlers. Skittles. War komplett nur Sugar, richtiger Rotz, Freunde. Also wenn ihr an eure Ziele kommen möchtet, dann wäre das wahrscheinlich nicht das Essen. Natürlich in Maßen auch okay. Aber wenn ihr irgendjemanden braucht, der euch einfach an die Hand nimmt, zusammen mit euch eure Ziele erreicht, körperlich, dann checkt einfach mal unten die Beschreibung aus. Tragt euch bei Atomir unten ein. Und zwar, Freunde, Arthur, das für dich. Danke. Benny, das für dich. Ach echt, willst du so ja, ja, ich will dieses Eklige probieren, weil ich glaube, ich will das Eklige. Achso, das sind so einzeln verpackt. Einfach erwachsen, Lakritz. Das heißt extra eklig, oder? Ich weiß es auch nicht, Digga. Guck mal, das sieht so aus. Also für mich ist was ganz Neues, weil ich es nicht kenne, ne? Das sieht, Hier, Skittles. Man kennt sie, Freunde. Ja, schon so Lutschbonbon. Hier, links da. Ja. Geil. Mhm. Wenn man Lakritz mag, mag man das. Das schmeckt ganz normal nach Lakritz. Ja, soll ich mal reinbeißen? Weil das ist das kein Gummibärchen, das ist so. Geht das denn nicht, dass du deinen Links nimmst? Und Zahn ist ab. Nee. Das Ding ist ja, die haben einfach 98 Gramm Kohlenhydrate auf 100. Skittles haben auf 100 Gramm 90. Ist erstmal 100. Ist 100 Gramm davon. Du schaffst das im Leben. Das stimmt, aber Digga, das hat einfach mehr Zucker und ist nicht mal anders, weil das süß. Das stimmt. Das stimmt. Das ist absurd. Findest du das? Das geht nicht. Finde ich super. Ist gut, ne? Also, von mir keine Empfehlung. Von mir bestimmt auch nicht. Von mir auch nicht. An alle Männer da draußen und auch an die Frauen. Lakritz senkt euren Testosteronspiegel. Wir haben uns hier in dem kalten Auto versammelt, um zu gucken, was wir als nächstes essen werden. Und zwar, was steht auf der Menüliste, Ben? KFC. KFC. Subway und Domino's. Ja, Mann, worauf habt ihr am meisten Bock? KFC. Boah, KFC, ne? KFC hat sich auch eigentlich schon am meisten Bock. Bist du bereit? Ich auf KFC, damit auch KFC kommt. Ja, let's go. Ich bin jetzt. Aber schon gescheit, Spin, ne? Ja. Auf real. Komm, KFC, come on. Oh. Dominos. 160 Milliliter. Ordentlich Soße, Benni. Ne? Was haben wir hier überhaupt, Benni? Was hast wir du geholt? Wir trinken Soße heute. Soße? Einfach nur Dominos Soße gekauft, oder? Ja, und hier drin ist auch Soße und hier ist auch Soße. Okay, Freunde, für die Leute, die Benni hier ein, zwei Mal in unseren Videos gesehen haben, er liebt KFC und heute haben wir leider nicht KFC gedreht, aber Dominos hat natürlich auch geregelt. Was, Benni. Geregelt. Geregelt. Zeit. Benni, was sagst du? Wie sieht das aus für dich? Sieht sehr, sehr clean aus. Was findest du sieht besser aus? Hier die Wings oder den Ding? Die Wings. Die Wings? Dann check mal die Wings ab. Ja. Also ist gut. Mhm. Okay, geil. Ich probiere mal hier so ein schönes, fantastisches. Gucken, ob die schön zart sind. Ja, Mann. Schön zart. So soll es sein. Boah. Ist das so Filetbeit-mäßig? Ja, oder mit Knochen? Filetbeit, probier mal. Ich
mache eine Soße auf. Und zwar die Knoblauchsoße. Let's taste, Freunde. Ja, die sind ja richtig wobbly bubbly. Ja, Mann, die sind auch richtig smooth. Mhm. Geil, ne? Mhm. Freunde, das soll es aber auch mit dem Video gewesen sein. Wenn ihr Comments bildet, falls ihr mehr Videos mit ihm sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like, dann Abo und... Ich würde sagen... Bis zum nächsten Mal. Peace.